Hallo zusammen, ich sitze hier auf dem Alis Special. Der Ali, das ist ein Servicemechaniker von uns. Er arbeitet schon seit vielen Jahren sehr gut bei uns. Wir haben ihm die Aufgabe gestellt, nimm eines von unseren Second-Life-Fahrzeugen und mach etwas möglichst Originelles daraus. Und das ist das, was er daraus gemacht hat. Ich finde es richtig lässig und auch richtig Freude, wenn jemand seiner Kreativität freien Lauf lässt und sein eigenes Fahrzeug schafft. Aus dem heraus ist eine weitere Idee geboren. Am 3. September haben wir unser Circular Economy Symposium. Und dort geht es um sinnvolle Mobilität. Im Rahmen von dem haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben. Zwei Kategorien. Die eine Kategorie, genau wie das, nimm unser DXP und mach etwas möglichst Originelles daraus. Die zweite Kategorie, nimm unser DXP und mach ihn besser. Schau, dass er entweder weniger Energie braucht oder dass weniger Energie in der Herstellung braucht. 15 verschiedene Teams präsentieren ihre Arbeiten am 3. September bei uns in Freienstein vor dem Gemeindehaus. Ich freue mich riesig auf den Anlass und ich hoffe, man sieht den einen oder anderen von euch. Und wenn ihr am Circular Economy Symposium wollt, es hat noch ein paar ganz wenige Plätze, dann könnt ihr euch bei uns auf der Homepage jetzt noch anmelden.